aber guckt an Anne Lehmann, Anne Lehmann nach Bayern. Wir haben ja wieder jetzt. Schon wieder Klappe. Wer hat den denn? Ach, Hatti hat den. Oh, oh. Jochi, da fahren wir mal nicht an. Jetzt mal, du hast einen Testleiter. Ja, Also das ist jetzt immer ein bisschen... Ja, aber du kannst auch finden. Wir haben noch 50 Meter bis zur Startmarke. Das Feld ist unterwegs zum Auftaktrennen zum Preis von Lille. Fehler von Ester kurz nach dem Start. Somsch geht von ganz außen sofort an die Spitze und hat sich hier vor die Konkurrenz gesetzt. El Amor in der zweiten Position, dahinter die ausparierte Ester an dritter Stelle zu sehen. Bacardi Royal folgt dann Position 4, dahinter dann Faro de Corvée und Ghost Rider MC in der äußeren Spur. Mitte des ersten Bogens, die Pferde und Somme führt vor El Amor. Zwei Länge zurück, dann Ester. Innen Bacardi Royal, außen Ghost Rider MC und Faro de Corvée nach wie vor am Ende des kleinen Sechserfeldes am 500 Meter Pfosten. Somme weiterhin mit der Führung vor El Amor. 1:21,7 die erste Zwischenzeit. Ausgelöst von Somme, die auch unverändert an der Spitze ist. El Amor dahinter, außen kommt Ghost Rider MC etwas näher heran. Ester innen, dann Bacardi Royal und Faro de Corvée nach wie vor Schlusslicht. So geht's in den Hesslerbogen hinein. Somme vor. Somme, El Amor, Ghost Rider MC außen, Ester innen, dann Bacardi Royal und dann Faro de Corvée. 1000 Meter jetzt zurückgelegt, die zweite Zwischenzeit 1:18,2. Eingangs zur Überseite, Somme weiter in eine gute Länge vorn gegenüber El Amor. Außen und verändert Ghost Rider MC unterwegs. Ester innen, daneben treibt Bacardi Royal und Faro de Corvée.
nach wie vor mit der roten Laterne. Alles rückt noch etwas dichter zusammen auf dem Weg in Richtung Schlussbogen. Somme aber weiterhin mit bequemer Führung hier. Immer noch eine gute Länge vor El Amor, innen Esther und außen Ghost Rider MC. Dann Bacardi Royale, dann Faro de Corvée. Wir haben noch 500 Meter bis zum Ziel und es tut sich nichts im Feld. Somme weiterhin vor El Amor. Fehler jetzt von Bacardi Royale. Ausgangs des Schlussbogens, 15:07 war die dritte Zwischenzeit schnell. Somme eingangs zur Zielgeraden weiterhin vorn. Bacardi Royale wurde disqualifiziert. Somme führt, El Amor wird nach außen genommen. Esther ebenfalls jetzt in der Mitte der Bahn in Angriffsposition gebracht. Somme mit El Amor und Esther in der Mitte der Bahn. Somme, El Amor und Esther, die schnell wird. Esther mit Jörg Hafer, Somme ihnen, daneben El Amor, aber Esther mit einem knappen Vorteil. Trotz des Startfehlers, Esther am Ende siegreich gegen El Amor. Somme auf dem dritten Platz. An Jörg Hafer, herzlichen Glückwunsch an alle Aus dem Star Wars. Ey, wo ist denn die Tiefen? Warte.